And she'd say, and she'd sleep. I'm sure she'd say, yes, she would say, if she were here with me. Man würde es nicht für möglich halten, aber es ist 30 Jahre her. Vor 30 Jahren haben wir eine Expedition unternommen in den Himalaya nach Zanskar Ladakh, um mit Schlittenhunden im Winter, in der kältesten Jahreszeit, weit hinaufzukommen, da zwischen den großen 7000ern Nun und Kun, zu einem der Klöster, die seit, ja, die über Monate eingeschneit sind, oder auch Dörfer, die oft monatelang keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Und da wollten wir eben hin, über den zugefrorenen Zanskar-Fluss, und zwar mit Schlittenhunden, mit 8 Huskies. 8 Huskies, die sind aus Alaska gekommen, die sind dann ein Jahr lang trainiert worden in Österreich, in den Alpen. Wir waren also 4 Leute, der Expeditionsleiter Horst Maas, das war einer der ganz großen Schlittenhundeführer, der war bei den großen Rennen Editha Roth und so weiter in Alaska mit dabei, mit seinen Huskies. Und ja, und dann noch 2 Freunde von mir, und mit Volker Raus zusammen habe ich dann die ganze Tour zum Großteil mit Skiern, mit Tourenskiern unternommen, durch einen tiefen Schnee durch. Also es war schon eine ziemliche Tortur. Aber das Spannende war, dass wir, wie wir von Leh aufgebrochen sind und dann eben zum Zanskar Fluss gekommen sind, dass Eis war ca. 70 cm dick, und da haben wir gedacht, naja, da können wir hinaufziehen eben mit diesen Hunden. Die ersten Tage, das war eigentlich eine recht schöne Sache, über das Eis drüber zu ziehen. Den Hunden hat es getaugt, wir sind da losmarschiert. Naja, und auf einmal haben wir gesehen, links und rechts hohe Felswände und dazwischen das Eis, der Zanskar Fluss, aufgebrochen. Also dicke Eisplatten haben sich aufgetürmt und dazwischen ist das Wasser da durchgebraust. Und die große Gefahr war eben, da jetzt irgendwo hineinzurutschen, hineinzufallen, oder dass die Hunde irgendwo hineingezogen werden. Also es war schon, ja, ein bisschen eine riskante Geschichte. Das Besondere ist, dass untertags, wenn die Sonne gescheint hat, da hat man im Pullover gehen können, aber überhaupt kein Problem. Aber wehe, die Sonne ist hinuntergegangen unter den Horizont, dann hat man zuschauen können, wie das Thermometer hinunterfällt, und bis auf 30, 32, manchmal 35 Grad minus. Und wir haben ja die Zelte aufgestellt, wir haben kleine Kerzen dann im Zelt drinnen stehen gehabt, um wenigstens ein bisschen die Temperatur dann anzuheben, damit man also dann schlafen kann. Das Problem war, wenn man dringend aufs Klo gehen hat müssen hinaus, und bei 30 Grad minus ist es nicht einfach. Vor allem, es muss unheimlich schnell gehen. Naja. Ja, wie wir dann ganz oben waren in den Bergen, in diesen Schluchten, der Volker und ich, wir haben also mit den Tourenskien nicht mehr mit können. Horst Maas, der Expeditionsleiter, und der Erich Kabaus, die sind also mit den Schlitten und mit den Hunden dann hinaufgezogen in die Berge zu dem Kloster. Volker und ich, wir sind dann über den zugefrorenen Zanskar wieder zurück bis nach Leh, und in Leh haben wir dann gewartet auf unsere Freunde, und die sind nicht gekommen. Dann ist mir geraten worden, ich soll zu einem Orakel gehen. Das ist eine alte Frau in so einem Bauernhof drinnen, ganz, ganz gruselig eigentlich, mit den Katzen sind herumgelaufen, ohne Ohren, ohne Schwanz, und irgendwo sind so Jackschädeln herumgelegen. Diese alte Frau, die hat also die Zukunft voraussagen können. Und ich habe dort gefragt, wie es dann den unseren Freunden geht, und und was da herausgekommen ist, das können Sie dann gleich sehen. Und ich möchte Sie mitnehmen in den Himalaya mit den Schlittenhunden über den Regenbogen. Flughafen Linz-Hörsching. Start der ersten Schlittenhunde-Expedition zum Himalaya. Mit 8 Huskies will ein oberösterreichisches 4-Mann-Team erstmals die Hochebene von Zanskar durchqueren und Ladakh erreichen. Die Tiere sind in Spezialkäfigen untergebracht.
Alle 8 Hunde sind zu einem Paket zusammengeschnürt und werden im Inneren des Jumbo-Jets verstaut. Ladies and gentlemen, mit Kopfhörer, der Expeditionsleiter Horst Maas. Er ist mit seinen Schlittenhunden auf allen Rennstrecken Europas daheim. Er weiß, die Hunde können Rennen gewinnen. Aber werden sie sich im Himalaya bewähren? Erich Karbaus, Computerverkäufer. Er hat im Sommer sein Bundesland in 12 Tagen auf einer Diretissima durchquert. Zwischen Kuwait und Bahrain sind wir im Augenblick am Persischen Golf. Geht es weiter über Sharjah. Erich Pröll, Naturkundler im Linzer Stadtmuseum Nordico. Zahlreiche Dokumentationen. Seine